früher, als ich in der Schule war und Student, da habe ich mir immer Klamotten gekauft. Ganz normale Basic-Sachen und so weiter. Aber wenn ich für Klamotten mehr Geld ausgegeben habe, dann habe ich immer gesagt, die müssen auch so aussehen. So. Und ich sage euch jetzt mal, meiner Meinung nach, das negative Beispiel für teure Klamotten müssen auch so aussehen. Und das ist Philipp Plein. So, habe ich mir selber Shirts von gekauft. Glitzern, Strass drauf oder so Plastikstrass drauf und so weiter. Kostet ein Shirt 500, 600 Euro. Und du denkst dir, du stehst da so und denkst, ah, okay, aber es sieht auch so aus wie 500, 600 Euro. So. Ich muss sagen, irgendwann habe ich so gemerkt, ich finde eigentlich genau das Gegenteil geil. So, ich kaufe mir Klamotten und ich hab alles. Ihr seht's, ich habe Fruit of the Loom. Guck mal, zum Beispiel die Dinger drunter. So, hier, diese Dinger. So, die Tanktops, die ich trage. Fruit of the Loom, kostet 4 Euro oder so. Warum? Weil ich mir so denke, jo, die sind geil, so, die passen so, die sind gut. Ich wasche die ein paar Mal, dann sind die vielleicht auch mal verwaschen oder so. Aber ich trage die da drunter, alles cool. So, und tendenziell bei Hosen ist bei mir auch so ein Ding, bei Hosen spare ich halt auch immer. Ne? Also ich ziehe eigentlich immer so relativ basic Hosen an. Jetzt so Represent-Hose kostet 40, 50 Euro oder so, aber ich hole mir jetzt, ich habe eine teure Hose von Off-White, so eine Cargo. Die hat mal, glaube ich, 700, 900 Euro gekostet, aber sonst habe ich nur so 40, 50 Euro Hosen. Und ich denke mir, okay, beim Oberteil, da will ich halt geile Qualität. So, ich will halt, dass sich das gut anfühlt, dass es gut fittet. Der zum Beispiel ist der Hammer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie teuer der war, ehrlich gesagt, 200 Euro oder so. Aber ich mag das, wenn das so obenrum will ich was tragen, was sich geil anfühlt. So, und ich feiere das eigentlich fast mehr, wenn ich irgendwas gut finde, wenn das nicht so aussieht, als wäre es teuer. Genau, also ich kaufe gar nicht mehr nach Preis. Ich kaufe gar nicht mehr nach Preis, sondern nur noch, gefällt mir das und fühlt sich das gut an. So, das ist alles, wonach ich gucke. So, ich bin nicht mehr irgendwie so, dass ich so, also ist mir auch egal, wenn ich einen Pullover mega geil finde und der kostet einen Taui, dann kaufe ich mir den, aber ich weiß, ich habe den auch ein paar Jahre. Früher habe ich mir immer so Sachen bei New Yorker gekauft. Ich wusste, wenn ich die 3, 4 Mal wasche, sind die kaputt. So, also heute denke ich mir so, diesen Hoodie zum Beispiel, ja, ich rap den 2, 3 Mal die Woche und ich habe den auch abends so total oft an, aber ich weiß, der ist qualitativ so hochwertig, also der hat auch bestimmt 200, 300 Euro gekostet oder so, aber der hält einfach ein paar Jahre. Genau, und ich achte nur noch auf, worauf ich Bock habe. Aber nicht mehr dieses, weil Philipp Plein, und da hatte ich halt mit Jörg echt eine spannende Diskussion, als wir den Anzug gekauft haben. Guck mal, viele kaufen Klamotten und sagen so, jo, aber man muss auch sehen, dass das teuer war. Und ich glaube, wenn du über dieses Level hinaus bist, so dass du unbedingt willst, dass es teuer aussieht, dann hast du es eigentlich geschafft, weil dann hast du auch diese Ruhe. Wisst ihr, wie ich meine? Manche haben so besondere Vorstellungen von einem Luxusleben. Ja, stimmt sicherlich, Steffi. Und soll auch jeder haben, wie er will, aber ich selber brauche nicht mehr. Also bei mir ist, muss ich sagen, bei mir ist Endstufe. So, also ich bin so happy, so wie es jetzt ist. Ich brauche auch keine größere Wohnung oder so. Die Wohnung hier hat 200 Quadratmeter, 2 Dachterrassen. Ich habe eine Sauna drin, ich habe ein Home-Gym. Ich habe diesen riesigen Raum zum Filmen und so. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, selbst 400 Quadratmeter würden nichts ändern, außer mehr Dreck. Ich kaufe auch keine zweite Uhr, weil ich habe eine Uhr. So, was soll ich? Ich trage eh immer diese hier. Und wenn ich mir eine andere Uhr hole, würde ich die verkaufen. Ich habe auch meine Day-Date verkauft, als ich mir die Skydweller geholt habe. Aber ich bin auch so ein Typ so, also ich will nicht sagen, dass ich Luxus gar nicht feiere, weil ich mag ja auch so schon Markenklamotten und sowas. Aber ich bin so ein Typ, ich brauche das nicht so in Massen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bräuchte jetzt nicht 15 Autos, sondern wir haben ein geiles Auto, eine G-Klasse, geil. So, ich brauche nicht 15 Uhren, sondern ich habe eine geile Uhr. So, ich brauche nicht, wisst ihr, wie ich meine? So, es ist halt irgendwie, ja, ich brauche halt einmal das und dann habe ich das und dann, aber alles andere, also eine zweite Uhr, völliger Schwachsinn. Also in meinen Augen jetzt so, wisst ihr, wie ich meine? Als Wertanlage ist wieder okay und so, aber klar, ich trage, also für mich ist auch keine Wertanlage, klar, die ist jetzt auch, also ich habe keinen schlechten Schnapper damit gemacht, so, die ist jetzt so 5 bis 6K gestiegen, aber für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand, Schmuck und Gebrauchsgegenstand. Zum Beispiel im Hotel de Paris war ich 10 Nächte im Hotel de Paris, weil wir ja Branding Workshop dort hatten. Und ich hatte eine Suite im Hotel de Paris und in Monaco. Und ich habe
dieses Hotel so sehr gehasst. Ich habe das so sehr gehasst. Dieses, alles ist so altbacken und urig und so. Ah, das war gar nicht mein Vibe. Ich wollte sogar früher da raus. Also müssen wir überlegen, eine Suite im Hotel de Paris, das ist so eines der heftigsten Hotels der Welt. Philipp Plein war zur gleichen Zeit in dem Hotel wie wir. Und ich saß da jeden Tag und dachte mir so, holy shit, ich will nach Hause. Ich hasse Monaco. Monaco ist einfach eine Straße mit Louis V, Gucci und anderen Stores und that's it. Mehr gibt's dort nicht. Da gibt's ein Café gegenüber und das schmeckt das Essen einfach nur scheiße. Und es gibt ein Casino. Und das war's. Das ist Monaco. Eine der schlimmsten Städte der Welt für mich. Es war so langweilig. Und morgens haben wir Frühstück bekommen. Und es war einfach Tütenmüsli mit Milch. Und da stand an jedem Morgen, stand auf diesem Preisschild 70 Euro. 70 Euro für Tütenmüsli. Geisteskrank. Geisteskrank. Das war so schickimicki Luxus. Das war einfach zu viel für mich. Für den kleinen Delmenhorster. Das war zu viel. Bisschen ist geil, aber auch nicht zu viel. Und auch nicht zu lange. So, gib mir 2-3 Nächte in dem Hotel, okay? Ich mache meine Stories, ich mache mein Video dort. Wir haben da ein Video gedreht und so. Aber 10 Nächte, nee. Und dann jeden Tag, jo, was machen wir heute? Gehen wir heute zu Balenciaga? Gehen wir heute zu Louis V? Gehen wir zu Gucci? Gehen wir zu Prada? Oder was machen wir? Oder wollen wir das eklige Essen im Hotel gegenüber uns reinziehen? Das ist BS. Das beste Gefühl ist, wenn du da drüber bist. Wenn die Phase vorbei ist. Wenn du nicht in jede Story die Uhr halten musst, wenn du nicht in jede Story zeigen musst, welche Brand und so weiter, sondern wenn du mit der G-Klasse fährst, um damit zu fahren und nicht die G-Klasse fährst, um sie zu zeigen. Ich glaube, das ist das beste Gefühl. Aber wie gesagt, Leute, das muss jeder selber wissen, so wie man sein Geld ausgibt, wie man sein Geld anlegt und so. Hey, ich würde da an eurer Stelle immer mit jemandem reden, der sich damit richtig gut auskennt. So, ich zum Beispiel, ich kann euch auch sagen, ich habe irgendwann für mich gesagt, ich will nicht so viel Zeit investieren, weil ich will mich lieber auf meine Sachen konzentrieren, auf Social Media, auf Branding, auf meine Themen. Und ich habe mir einen Finanzberater gesucht, der auch ein guter Freund von mir ist, der mir halt dabei hilft. So, und dafür bekommt er halt seinen Share. Und damit fahre ich sehr, sehr gut. Und ein paar Sachen habe ich auch selber gemacht, wie zum Beispiel damals bei 5.000 Euro Bitcoins zu kaufen. Das war halt eine Entscheidung von mir. So, da war ich einfach derjenige, der auch ein paar Leute gepusht hat, gesagt hat, ey, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, aber nicht meine Community, sondern nur meine Freunde. Einfach, weil ich nicht irgendwie als Investment-Guru oder so rüberkommen will.